Wisst ihr, wer Jimmy Cordeau oder Rachel Moore sind? Ich wusste es nicht. Bada boom, bada bang, ihr Barbaren und Barbaren da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nerdfacts. Heute geht es um Detektiv Conan. Die USA ist nicht gerade dafür bekannt, die besten Synchronsprecher zu haben oder sich überhaupt zu scheren, dass Anime richtig synchronisiert wird. Deswegen haben sie einfach entschieden, ein paar Namen umzuändern und ich blende euch einfach mal so eine kleine Liste ein, wie die auf Englisch alle heißen. Shinichis erster Fall war in einem Flugzeug in die USA. Eine Frau hatte jemand anderen mit ihrem BH ermordet. Macht man ja immer und so. Obwohl Shinichi nicht singen kann, besitzt er ein absolutes Gehör. Das bedeutet, dass er jegliche Tonhöhen voneinander unterscheiden kann und benennen kann. Eri besitzt eine Katze, die Goro heißt, was ganz offensichtlich von Kogoro abgeleitet ist. Kogoro war früher Polizist, wurde dann aber suspendiert, nachdem er Eri aus Versehen angeschossen hatte während einer Geiselnahme. Und insgesamt ist es auch immer in der ganzen Beziehung so gewesen, dass es immer ganz absurde Gründe gab, dass sie sich überhaupt getrennt haben. Und wenn man sich ein bisschen auskennt, dann merkt man, dass öfters die Situation da ist, dass ganz klar gesagt wird oder gezeigt wird, dass sie eigentlich immer noch Gefühle füreinander haben, aber irgendeine Kleinigkeit wird falsch interpretiert und dann ist schon wieder alles kaputt. Die Arme, ey. Kennt ihr Sherry's Soliloquy? Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Ich glaube, die allerwenigsten kennen das. Das ist so eine Art Kommentar von Ai Haibara zu aktuellen Geschehnissen und Episoden und Kapiteln und so weiter. Ich werde es euch unten einfach mal in die Infobox verlinken. Ich habe den Sinn dahinter noch nicht so ganz verstanden, weil das immer nur kleine Sätze sind. Aber laut der Detektiv Conan Wikipedia hat das immer was zu bedeuten, kann theoretisch auch immer eine Art Blick in die Zukunft sein und könnte vielleicht doch ziemlich interessant sein. So Leute, das war jetzt mein ganzes Faktenvideo zu Detektiv Conan. Wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr gleich in die Kommentare schreiben, was ihr als nächstes sehen wollt. Es müssen nicht Animes sein, ihr wisst ja, bei mir gibt es eh alles mögliche. Schreibt mir einfach in die Kommentare. Ich bin zurzeit in London, wenn ihr das Video seht. Ich habe aber für nächste Woche schon ein Video produziert. Deswegen sehen wir uns auf jeden Fall nächste Woche. Nicht vergessen, reinschreiben, hey Sam, mach mal das und ich werde es dann machen. Wenn ich nett bin. In diesem Sinne, neben mir findet ihr noch zwei Videos zu Naruto, zu Pokémon und unten könnt ihr mich abonnieren und so Sachen machen, die man halt auf YouTube so macht. In dem Sinne, Leute, haut rein! Macht's gut!